In unserem Mund befindet sich das härteste Material, das es im menschlichen Körper gibt. Der Zahnschmelz. Ja, genau. Das ist eine dünne, aber superharte Schicht außen an den Zähnen. Und in jedem gesunden Gebiss sollten sich 2 Zähne befinden. Das trifft für Wusels zu. Der erwachsene Mensch hat 32, zusammen mit den Weisheitszähnen. Das ist doch viel zu viel. Und außerdem bist du gar nicht weise. Wie hart unsere Zähne wirklich sind, nämlich fast so hart wie Diamanten, das beweisen wir euch jetzt. Übrigens ist es für die Zähne ganz wichtig, dass wir nicht nur Weiches essen, sondern auch mal auf was Hartes beißen. Ja. Zum Beispiel? Rohe Karotten? Ganz genau. Na komm, beiß rein. Nein, danke, ich bin satt. Du hast doch heute kaum was gegessen. Doch, natürlich. Meinst du die 5 Erbsen aus deinem Salat? Ja, ich bin total voll. Wusel, los, komm. Die Wissenschaft. Zu Karotten, da brauche ich was zu trinken. Ja, und ich habe gar nichts hier. Kein Problem, Wusel, ich hol dir was. Ja. Oh, ich hab so reinen Hunger und ich liebe Karotten, aber ich hab so dolle Zahnschmerzen. Oh, und ich hab solche Angst vorm Zahnarzt. Oh. Wusel! Ja? Ich weiß jetzt, warum du nicht in die Karotte beißen möchtest. Wer hast nur das rausgefunden? Na gut, ich hab ganz dolle Zahn... Du möchtest viel lieber ein Karamellbonbon. Und das zerbeißt du jetzt mit deinen 2 super scharfen Zähnen. Menschliche Zähne. Ein gesunder Erwachsener hat 32 Stück davon. Ein Gebiss besteht aus Schneidezähnen, Eckzähnen, Backenzähnen und Weisheitszähnen. Ohne sie wäre unser Leben nicht so einfach. Denn fast alles, was wir essen, könnten wir ohne Zähne nicht zu uns nehmen. Die Zähne zerkleinern die Nahrung, damit wir sie schlucken können. Unser Körper kann die Nährstoffe, die er braucht, nur aus zerkleinerter Nahrung rausziehen. Die Bisskraft des Menschen ist enorm. In Bezug zu Größe und Gewicht hat der Mensch eine stärkere Bisskraft als ein Löwe. Jeder Zahn besteht aus 3 Teilen. Der sichtbare Teil ist die Zahnkrone. Darunter liegt der Zahnhals, der ist vom Zahnfleisch verdeckt. Und darunter befindet sich die Wurzel. Die hält den Zahn fest im Knochen, so ähnlich wie die Wurzel eines Baumes. Die Krone ist vom Zahnschmelz überzogen und der ist ungefähr so hart wie Stahl. Trotzdem ist er die Schwachstelle. Mit der Nahrung und durch Mund-zu-Mund-Übertragung kommen Krankheitserreger hinein. Die greifen die Zähne immer mehr an, zumindest dann, wenn ihr nicht richtig putzt. Die Erreger, Essensreste und Zahnbelag machen den Zahnschmelz weich. Löcher entstehen und dann müsst ihr zur Zahnärztin. Und warum ist es nun so gut, feste Nahrung zu beißen? Die Kauarbeit sorgt dafür, dass Zahn und Kiefer gut verbunden bleiben und die Zähne nicht anfangen zu wackeln. Nur Milchzähne, die dürfen irgendwann wackeln und sogar ausfallen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe solche Zahnschmerzen. Aber wenn Bini das mitkriegt, dann schickt er mich zum Zahnarzt. Sauwusel! Um zu demonstrieren, wie hart Zähne sind, wirst du jetzt mit deinen 2 super scharfen Beißerchen in dieses steinharte Karamellbonbon beißen. Na gut, also ich habe... Du hast eine Diät angefangen? Nein, ich habe... doch, ja. Ja, genau. Ich habe eine Diät angefangen. Da müssen dringend mal ein paar Pfunde runter. 1, 2... Wusel, ich bin stolz 3. auf dich. Ich dachte schon, du hättest Zahnschmerzen und Angst vorm Zahnarzt. Zahnschmerzen? Ich? Blödsinn. Ja, zum Glück, Wusel. Dann musst du dir ja keine Sorgen machen, denn ich war letzte Woche beim Zahnarzt. Und da habe ich extra einen Termin für Wusel ausgemacht. Zur Kontrolle. Zahnarzt? Kontrolle? Toll. Viele Menschen in unserem Land haben so große Angst vorm Zahnarzt, dass sie einfach nicht hingehen. Und das Ergebnis ist dann leider, dass die Zähne immer schlechter werden und nur noch gezogen werden können. Wusel, da musst du dir zum Glück keine Sorgen machen. Nein, ich kann nur an dem Tag leider nicht.
Wusel, ich habe noch gar nicht gesagt, wann der Termin genau ist. Wann ist der denn? Naja, morgen Nachmittag. Ach, wie schade. Heute hätte ich gekonnt. Nee, warte, der ist heute Nachmittag. Da kann ich auch nicht. Aber du hast doch gerade gesagt, ich muss noch einkaufen. Du warst doch gestern einkaufen. Ja, aber ich habe den Einkauf verloren. Wusel, kann es sein, dass du doch Zahnschmerzen hast? Ich? Nein. Guck mal, ein Zahnarzt! Oh, Zahnarzt! Reingelegt und ertappt, Wusel. Sag mal, putzt du dir überhaupt die Zähne regelmäßig? Ja klar, regelmäßig. Jeden ersten Dienstag im Monat. Viele Säugetiere, auch der Mensch, bekommen nach der Geburt ein Milchgebiss. Der Zahnarzt hat für diese Zähne einen lateinischen Namen. Dentis lactatis. Eben Milchzähne, weil sie so besonders weiß schimmern. Eben wie Milch. Etwa ab dem 6. Lebensjahr beginnen die Milchzähne zu wackeln und fallen nach und nach aus. Denn neue Zähne schieben sich von unten durch. Doch auch wenn die Milchzähne ausfallen, solltet ihr sie gut putzen. Besonders wenn es was Süßes oder Saures zu essen gab. Denn das greift die Zähne besonders an. Und so sieht die fiese Schicht auf den Zähnen unter dem Mikroskop aus. Also, Zahnpasta auf die Bürste und los! Richtiges Putzen ist einfach, aber ihr müsst eben wissen, wie es geht. Am besten putzt ihr immer vom Zahnfleisch zum Zahn hin, von rot nach weiß. So werden auch die Zwischenräume gut gereinigt und ihr verletzt das Zahnfleisch nicht. Welche Zahnpasta ihr nehmt, ist egal, sie muss nicht teuer sein. Da könnt ihr die nehmen, die euch am besten schmeckt. Doch Achtung, man kann auch zu viel putzen. Dreimal täglich reicht, circa 2 Minuten lang. Sonst putzt ihr nämlich die schützende Schicht, den Zahnschmelz, immer mehr runter. Sucht euch ein Lieblingslied in der richtigen Länge und putzt so lange, wie es dauert. Das macht Spaß. Sollten trotzdem noch Essensreste hängen bleiben, dann nehmt Zahnseide. Übrigens, man kann noch so viel putzen. Nicht alle Zähne sind gleich weiß. Die seitlichen sind immer ein bisschen dunkler. Das ist ganz normal. Auf gar keinen Fall gehe ich zum Zahnarzt. Tja, dann kommt Dr. Med Dent Weber eben zu dir. Hä? Ah, geh weg! Wusel, wenn du nicht zum Zahnarzt gehst, wird es nur immer schlimmer. Pass auf, wir spielen jetzt einfach den Zahnarztbesuch durch. Dann fällt es dir bestimmt leichter. Also, so bitte, mal in den Stuhl hier, einfach Platz nehmen. So. Ja. Hat doch gar nicht wehgetan. So, jetzt fahren wir dich nach oben. Hey, cool, Astronautenstuhl, automatisch. Und jetzt Mund auf. Wusel. Kein Problem, dafür haben wir Zahnärzte eine wissenschaftliche Methode. So, lass mal sehen. Jetzt sagen die Zahnärzte meistens irgendwelche komischen Nummern. Und die bezeichnen die Zähne. Denn von vorne betrachtet wird das Gebiss in 4 Abschnitte eingeteilt. 1, 2, 3, 4. Und Zahn 1 in Abschnitt 1 heißt 1, 1. Zahn 2, 1, 2. Und Zahn 3 in Abschnitt 1, 1, 3. Ja, aber ich habe doch nur 2 Zähne. Und wenn ich ehrlich bin, sieht bei dir 1-1 so schlecht aus, dass der Herr Doktor leider bohren muss. Nein, 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 der nächste bitte. Für Tiere sind Zähne genauso wichtig wie für uns Menschen. Zum Essen, Jagen, Kämpfen und manchmal sogar zum Nagen und Bauen. Biber bauen ihre Behausung aus abgenagten Baumstämmen und Ästen. Und wenn auf dem Boden kein Futter mehr zu finden ist, dann fällt der Biber Bäume. Bis zu 10 Stück im Jahr. Um an die leckeren Knospen zu gelangen. Elefantenstoßzähne sind nichts anderes als Schneidezähne, die auch wir Menschen haben. Beim Elefanten wachsen sie aber länger und werden bis zu 100 Kilo schwer. Die Zähne sind für die Tiere wie ein Werkzeug. Zum Abschaben von Rinde oder dem Graben von Wasserlöchern. Und zum Kampf gegen Rivalen.
Leider werden jedes Jahr viele Elefanten getötet, weil die Zähne aus dem seltenen und wertvollen Material Elfenbein bestehen. Dabei sind die Tiere streng geschützt. Doch die Elefanten passen sich offenbar an. Es werden immer mehr Tiere geboren, die kleine oder gar keine Stoßzähne mehr besitzen. Damit sind sie für Jäger uninteressant. Die wohl ungewöhnlichsten Zähne aber hat der Hai. Sie sind nicht nur härter als menschliche Zähne, sie sind auch sehr scharf mit kleinen Sägezähnen am Rand. Die Tiere haben außerdem mehrere Reihen von Zähnen hintereinander. Wenn ein Hai mal einen Zahn verliert, schiebt sich ein neuer nach vorne. Dieses Gebiss nennt man Revolvergebiss. Bis zum Lebensende hat ein Haifisch immer genug Zähne, egal wie viele er verliert. Wusel ist gerade beim Zahnarzt. Endlich. Wir Menschen können im Verhältnis zu unserer Größe fester zubeißen als ein Löwe oder ein Tiger. Der Zahnschmelz ist fast so hart wie Stahl und putzen sollte man immer von Rot, Zahnfleisch, nach Weiß, Zähne. Guck mal! Es war gar nicht schlimm. Ja, der Zahnarzt war ganz nett, hat kaum gebohrt. Na siehste. Danke, Beni. Wegen dir habe ich meine Angst vor dem Zahnarzt verloren. Und nicht nur das, ich will jetzt auch Zahnarzt werden. Was? Ja, damit kann ich deine Zähne behandeln. Und zwar alle auf einmal. Nachschauen, reinigen, bohren, füllen. Los, probier's mal aus. Ja! Wusel, ich will das nicht. Ach, hat da etwa jemand Angst vor dem Zahnarzt? Wisst ihr eigentlich schon, dass ihr auf togo.de jetzt auch mit mir spielen könnt? Ja, hier, Wusels großes Tourquiz. Da könnt ihr Quizfragen beantworten. Es ist zwar ein bisschen gemein, wenn ich das spiele, weil ich natürlich der weltbeste Wusel-Quizfragen-Beantworter bin, aber ihr könnt ja versuchen, auf Platz 2 zu kommen. Ich bin nämlich auf Platz 394? Das kann ja wohl nicht sein. Gleich nochmal. Zum Quiz kommt ihr übrigens hier. So, aber wie? Ihr seid besser als ich. Das weiß ich. Mist. Auch nicht.